Also mein Name ist Andrea Gressel. Ich bin Österreicherin, wohne aber schon seit meiner Kindheit in der Schweiz und ich werde dieses Jahr 46 Jahre alt. Und wie hast du von der Figo gehört? Ja, das war durch meinen Bruder Armin, der irgendeine so eine Radiostation so ein Interview gehört hat. Und dann hat er sich ziemlich aufgeregt, was die da erzählt haben und hat dann da angerufen. Auf alle Fälle ist er dann hochgekommen und hat dann mich auch zu den Vorträgen mitgenommen. Das heißt also, erst war er ganz entsetzt über den Quatsch, der erzählt wurde, und dann wurde er zum Fan? Oder wie? Nein, nein, genau umgekehrt. Er hat sich darüber aufgeregt, was die im Radio erzählt haben, weil er fand, dass das, was eigentlich erzählt wurde, schon okay war, aber das, was der Radiomoderator gesagt hat, eigentlich Quatsch war und hat den eigentlich so ziemlich zusammen, also hat geschimpft mit ihm. Und wie war das, als du dann zum ersten Mal die Figo kennengelernt hast? Erzähl uns mal darüber. Ja, eben wie gesagt, ich war am Anfang an den Vorträgen, das hat mich sehr fasziniert alles, es war sehr interessant. Ich habe dann auch die Bücher gekauft, natürlich verschlungen eins nach dem anderen, und mit der Zeit kam ich dann auch ins Centergelände, und als ich das erste Mal hierher kam, war es wirklich, als ob ich nach Hause kommen würde. Ich konnte es mir eigentlich gar nicht erklären, was das war. Ich habe das noch nirgends sonst so empfunden. Du hast dich sofort zu Hause gefühlt? Ja, ich habe mich sehr zu Hause gefühlt. Also etwas, was ich eigentlich nirgends gespürt habe, so in dem Ausmaß. Es war sehr eigenartig. Und wie war das, als du das erste Mal den Billy kennengelernt hast? Das war eine lustige Geschichte, ja. Das war da vorne, die gingen alle zum Essen, Nachtessen irgendwie. Ich war das, glaube ich, das erste Mal hier auf dem Gelände. Und dann kam er, war er irgendwie wütend, weil irgendjemand nicht erschienen war zum Zeitpunkt, wo er hier sein sollte. Und dann kam er brüllend um die Ecke. Und das war meine erste Begegnung mit Billy. Hat dich was ganz Bestimmtes berührt an den Lehren des Billys, die du vielleicht, was du vermisst hast in der normalen Kultur, in deiner vielleicht katholisch-evangelischen Erziehung? Oder wie war das und wie bist du damit umgegangen? Es war einfach so, es hat einfach gepasst. Es war einfach eine Sprache, die ich verstand, wo nachvollziehbar war, wo ich mit meinen eigenen Gedanken erfassen konnte und, wie gesagt, die Logik auch drin erkennen konnte. Und das war schon etwas, was mich sehr fasziniert hat und was mich auch die ganzen Bücher eigentlich verschlingen ließ, was natürlich nicht viel bringt. Man muss natürlich auch darüber nachdenken, aber es war schon etwas da, was einfach wie Klick gemacht hat. Es war logisch. Nachvollziehbar. Stille Revolution der Wahrheit. Was bedeutet das für dich? Stille Revolution der Wahrheit ist eigentlich genau der treffende Name für das, was wir hier tun. Und zwar geht es ja in erster Linie um die Eigenverantwortung, dass der Mensch lernt, wieder zu den Wurzeln zurückzugehen, lernt Mensch zu sein, und das ohne Zwang. Und wir hier, wir versuchen ja auch ohne Zwang die Informationen an interessierte Menschen, die den Weg selber hierher finden müssen, zur Verfügung zu stellen. Und das ist für mich stille Revolution, weil wir nehmen kein Blatt vor den Mund. Wir sagen die Wahrheit, wir nennen die Dinge beim Namen, so wie sie sind. Und das passt natürlich einigen nicht, aber es ist jedem selber überlassen, ob er hierher kommen will und sich mit den Schriften befassen will oder nicht. Kritik von außen, die du vielleicht schon erlebt hast, dass du dich mit sowas befasst, mit solchen Leuten umgibst, wie bist du damit umgegangen, was war diese Kritik? Ja, am Anfang geht man natürlich nicht so gut um wie mit der Zeit. Man muss das auch ein bisschen lernen oder ein bisschen ruhiger zu werden. Auch das Verständnis für andere Menschen ein bisschen, das ist auch ein Lernprozess. Aber heute muss ich sagen, die Leute reden sowieso immer sehr schnell über Dinge, die sie überhaupt nicht verstehen. Ich schließe mich da manchmal nicht aus, das ist ganz klar. Und darum ist das auch ein Lernprozess, wo man lernen muss, wirklich die Dinge so zu sehen, wie sie sind. Und wenn sich jemand mit einer Sache nicht beschäftigt und einfach anhand von Dingen, die er vielleicht aufgeschnappt hat, schlecht über die Menschen redet, dann ist das nicht unser Problem, sondern es ist sein Problem. Kannst du ein bisschen über deinen inneren Kampf, deinen inneren Lebenskampf vielleicht reden? Was so dein großer Kampf war, wie du den besiegt hast, wie dir vielleicht Lehren von Billy dabei geholfen haben? Naja, dieser Kampf, der hört nie auf. Da ist man mittendrin. Das sind Dinge, die man halt erkennt an sich selbst.
wo man denkt, das muss ich noch besser machen, da hapert es noch, das habe ich noch nicht so im Griff. Und erkennen tut man es eigentlich relativ schnell, wenn man sich eben die Ruhe gönnt und sich mit sich selber beschäftigt. Aber dann die Umsetzung, das ist eine harte Arbeit. Aber die kann mir keiner abnehmen. Und deswegen, im Prinzip darf es auch kein Kampf sein. Das muss man auch lernen. Es muss etwas sein, was wirklich locker vor sich geht. Es darf kein Zwang da sein. Und das muss ich selbst auch lernen, weil ich setze mich gern selbst unter Druck. Und naja, muss noch viel lernen. Du warst gerade meditieren oder du hast gerade letzte halbe Stunde allein in einem Raum verbracht. Erzähl uns mal, was hast du da gemacht oder was war das, was da passiert ist? Das nennt sich Initiation. Das ist so eine halbe Stunde, Stunde, je nachdem. Das ist individuell für jeden selbst, wo man sich selbst, also wo man sich zurückzieht, wo man spiegelt. Ich muss mal sagen, das hat da gerade so dummes geklingelt. Ja. Klingelt noch ein bisschen, gell? Du sollst mal an jemanden drangehen. Telefon! Hallo, Gerrit. Hallo, ich bin Abna. Komm, Fritz Stutz. Telefon. Ich will den kennen da. There we go. Oh je. Telefon. Und da kommt schon. Okay, weiterspielen. Ja, das nennt sich Initiation. Das ist, wo man sich zurückzieht, ganz für sich selbst ist, wo man zur Ruhe kommt, wo man versucht, also eigentlich Initiation heißt ehrliche Innenschau. Man versucht, die innere Stimme wahrzunehmen, die an jedem von uns drin ist. Und die kann man auch erkennen. Jeder hat das sicher schon mal erlebt, dass er irgendwie in eine Richtung gegangen ist, eine Entscheidung zu treffen hatte und im Nachhinein hat er gesagt, ah, ich weiß es, die erste Stimme hätte ich nehmen sollen, dann wäre ich nicht in die falsche Richtung gegangen. Und das ist eigentlich ein Lernprozess, erstens mal, um mit sich selbst zu beschäftigen, um sich mit sich selbst zu beschäftigen und auch zu lernen, eben wieder auf die innere Stimme zu hören. Also, ja, so im Groben. Okay, gibt es was ganz Bestimmtes, was dich fasziniert an den Lehren von Billy oder auch an den Plejaren oder deren Weisheiten, die dich berührt haben? Ja, vor allem die Lebensweise und der Umgang, wie diese Menschen miteinander umgehen, das merkt man ja in den Kontaktgesprächen speziell. Das hat mich sehr oft sehr berührt und berührt mich auch heute noch, weil es ist mit so viel Respekt und Würde, sind diese Gespräche, die finden statt, schon die Begrüßung und einfach wie sie miteinander umgehen, wie sie leben und natürlich, dass sie seit sehr, sehr langer Zeit schon in Frieden leben. Und dann gucke ich hier auf der Erde, wie die Menschen miteinander umgehen, so Nachbarstreit im Kleinen und dann im Großen die Kriege und die Zwiste und Blödsinnigkeiten, oder? Also das hat mich schon sehr berührt, dass die das geschafft haben. Die haben ja früher genau dasselbe, also wahrscheinlich genau dasselbe gehabt wie wir, aber dass die es geschafft haben, heute so zu leben und so respektvoll mit jeglicher Lebensform umzugehen. Da sind wir also noch ziemlich weit hinten. Bist du verheiratet? Hast du Kinder? Nein, ich bin nicht verheiratet. Ich habe einen Lebenspartner. Kinder habe ich auch keine. Das mache ich dann im nächsten Leben. Was wünschst du dir für die Zukunft? Ja, wie gesagt, ich wünsche mir für die Erdenmenschheit Frieden und dass die Menschen wirklich lernen, sich zu besinnen, wer sie sind und zur Ruhe kommen, sich mit sich selbst beschäftigen und lernen, mit den Menschen umzugehen, also Mensch zu werden, wirklich Mensch zu werden und zu lernen, was es überhaupt bedeutet, hier auf der Erde zu sein und was für ein Privileg das auch ist. Aber speziell natürlich, dass endlich Frieden herrscht. Was bedeutet das für dich, hier Mensch zu sein? Was für ein Privileg ist das? Von was redest du da? Das Leben überhaupt. Viele Menschen wissen gar nicht, was sie mit dem Leben anfangen. Aber wenn du zur Geisteslehre gekommen bist oder nur schon erkannt hast, was in dir drin abgeht und wie die Zusammenhänge funktionieren, das erstens wird es einem nie langweilig und zweitens öffnet das einem dermaßen viele Dinge, also da kannst du gar nicht anfangen und enden tut schon gar nicht, also da reicht ein Leben längstens nicht. Und das finde ich schon ein Privileg, geboren zu sein und diesen Lernprozess und diese Wahrnehmungen zu erleben. Was nimmt man da wahr? Sich selbst, die Umwelt, den Mitmenschen. Das ist ja so individuell und so feinfühlig. Man entdeckt sehr viele Dinge, Feinheiten, die man nicht ausspricht, aber die man spürt.
wenn man sich eben darauf konzentriert, wenn man versucht, rein zu beobachten, nicht die eigenen Gedanken reinzubringen, sondern wirklich sich auf das zu konzentrieren, wie, auf die Dinge so zu konzentrieren, wie sie sind, ohne eigene Gedanken. Und da entdeckt man schon sehr, sehr viel. Ist natürlich ein sehr weiter Weg, das ist schon klar. Aber er ist lebenswert und erstrebenswert.